gab schon so einige Dinge, die mit mir gemacht wurden von Heilern. Ich weiß nicht, wie man sie so nennen soll, aber Dinge, die wirklich auch Energie übertragen können. Aber das, was mit mir da passiert ist in der Form, hat mich sehr überrascht und ist jetzt schon, wenn ich so nach ein paar Stunden sagen darf, nachhaltig. Also ich ziehe einen Hut davor für Leute, die das können, und ich bin glücklich darüber, dass es sie gibt und dass ich das heute mal erfahren durfte. Das ist auch eine Überraschung, weil ich habe mir so vorgestellt, wenn da so Leichen aus dem Keller kommen, wie ich mir das immer sage, oder wie ich es ganz gerne sage, dann ist das immer irgendwas ganz Schreckliches. War es nicht. Das überrascht mich. Also alles, was ich wahrgenommen habe, hatte offenbar viel mit mir selber zu tun. Und so sehe ich das auch. Ich sehe es mal nicht als Wissenschaftler und sage, diese Energie ist eben nicht die Energie, die man messen sollte und auch nicht messen kann in der Form, sondern an Reaktionen feststellt. Und letztlich geht es darum, geht es mir hinterher besser oder nicht? Oder greife ich hier irgendwie in Prozesse ein, wo man sagen kann, hast du dir das sozusagen im karmischen Prinzip überhaupt erlauben dürfen, das jetzt zu machen? Greifst du dann Prozesse ein? Schummelst du da nicht vielleicht? Also das habe ich während der Behandlung kurz mal hinterfragt und mit meinem Herzen abgeglichen und habe festgestellt, nein, das, was hier gerade mit dir passiert, ist so wunderbar. Lass es bitte geschehen. Und da bin ich sehr dankbar für.